Ja, liebe Freunde der Werteunion, liebe Gäste, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer zweiten mittlerweile Hybridveranstaltung und freue mich, dass ihr so zahlreich euch zugeschaltet habt. Wir müssen frisch starten mit Motivation und dass wir auch ein bisschen Motivation mitbekommen, das denke ich, das schaffen wir mit einem neuen Bundesvorstand und das soll euch heute auch ein bisschen in die Richtung gehen, wie wir uns in Zukunft aufstellen können. Und für diesen Erfolg kämpfen wir und ich freue mich, wenn wir weiterhin gemeinsam einen Neustart hinbekommen. Ja, vielen Dank, Simone. Wunderbar. Professor Patzer, einen herzlichen Gruß. Politikwissenschaftler, Sie haben sicherlich auch aufmerksam zugehört und Sie werden jetzt mit Ihrem Impuls das vielleicht noch ein bisschen inhaltlich erfüllen. Sie haben mal diesen schönen Satz gesagt, die CDU muss konservativ werden oder sie ist gar nicht mehr, so ähnlich, oder sie existiert nicht mehr oder eben gar nicht. Ein harter Satz, ein knallharter Satz. Auf welche Zukunft sollte sich denn jetzt die Werteunion einstellen und welche Strategie würden Sie nach dem, was wir gerade gehört haben, auch inhaltlich der Werteunion empfehlen? Wir sind jetzt ganz Ohr. Das, was die Werteunion vermitteln muss, ist, dass die Werteunion für solche CDU-Werte steht, die von anderen in der CDU beiseite gerückt worden sind oder in den Hintergrund gerückt worden sind. Wir sind sozusagen die Lord-Siegel-Bewahrer der richtigen, der eigentlichen, der erfolgreichen CDU und wollen gerne dieses verkehrte Einschätzen dessen, wie wir wieder erfolgreich werden, das derzeit in der Parteiführung en vogue ist. Wir wollen das gerne abgestellt haben. Und was sind die drei Bereiche, in denen wir das Profil betonen, gewinnen, darstellen müssen? Das erste ist, die Werteunion steht tatsächlich für soziale Marktwirtschaft. Und zwar in der Betonung sämtlicher Wortbestandteile. Wir sind für Marktwirtschaft. Und das bedeutet keine zu hohen Steuern. Das bedeutet das Lösen jener tausend Fesseln, die auch große Unternehmen, Gulliver gleich, bei den Lilliputanern am Boden halten. Marktwirtschaft, aber natürlich soziale Marktwirtschaft. Wirtschaft ist kein Selbstzweck. Wirtschaft ist für Menschen da. Ist dafür da, dass Wohlfahrt in einem Staate ist. Und ein besseres Rezept, wie man mit Wirtschaftsmacht und sozialer Verantwortung umgeht, als das Konzept der sozialen Marktwirtschaft, gibt es nicht. Und da gibt es auch ganz offenkundig Neuigkeitswert. Dem Vernehmer nach haben die Grünen eine Kanzlerkandidatin, die allen Ernstes geglaubt hat, die soziale Marktwirtschaft sei von der SPD erfunden worden. An dieser Stelle hat man wunderbare Anknüpfungspunkte, um klarzumachen, wofür wir tatsächlich stehen. Das Zweite: aufgeklärter Patriotismus. Diese Partei hatte jahrelang eine Vorsitzende, die bei einer Siegesfeier, es gab früher mal bei der CDU auch Siegesfeiern, ihrem Generalsekretär eine Deutschlandfahne aus der Hand nahm und beiseite legte. Weil das geht ja überhaupt nicht. Also Schwarz-Rot-Gold, das sind ja die Farben, mit denen die Nazis Europa ins Unglück gestürzt haben. Habe ich auch schon gehört von Leuten, die von Geschichte überhaupt keine Ahnung haben. Die Werteunion steht für eine patriotische CDU, aber eben für aufgeklärten Patriotismus. Einen, der sich historisch und systematisch hat belehren lassen, der einfach die Wertgrundlage unseres Landes versteht, dass er eine doppelte Gegengründung ist. Eine Gegengründung zu den Nazis und eine Gegengründung zu den Kommunisten. Der Patriotismus der Deutschen ist eingebettet in umfassende politiktheoretische Einsichten. Und das zu vertreten, braucht es freilich auch ein bisschen mehr Hirnschmalz, als es in den Kreisen der CDU ab und zu geschätzt, gewünscht und benutzt wird. Und das Dritte, was die Werteunion inhaltlich vermitteln muss, ist, ja, jetzt mal etwas zu akademisch eingeführt, das Prinzip der Dialektik. Der Fortschritt ereignet sich so, es gibt etwas, was da ist, dann kommt die Antithese, und dann wird gestritten, was soll denn nun bleiben, was soll verändert werden, was kann richtig sein. Daraus entsteht eine Synthese. Fortschritt funktioniert so, dass das Neue sich bewähren muss. Das ist der Grundgedanke von Konservatismus. Nicht das sich bewährt habende Bestehende muss sich rechtfertigen, sondern die Neuerungswünsche, die Behauptung, etwas sei besser. Damit das aber so funktioniert, braucht es auch Leute, die willens sind, die unangenehme Rolle des konservativen Widerlagers zum jeweiligen Zeitgeist zu spielen. Es ist ja nicht falsch, dass sich was weiterentwickelt.
Aber damit es sich vernünftig weiterentwickelt, muss es sozusagen auf Widerstand treffen. Nicht auf Widerstand der Gestalt, dass alles, was früher war, eh besser war als das, was kommen kann. Nein, aber es braucht eine argumentative Auseinandersetzung, ein Abklopfen von Zukunftsprojekten auf ihre Tauglichkeit. Und natürlich ist es immer schöner, mit der Fortschrittsfahne zu wedeln und an der Spitze des Fortschrittes zu stürmen, als zu denen zu gehören, die sagen, macht mal halblang, habt ihr das bedacht und jenes bedacht und so weiter. Die CDU hat lange Zeit in Deutschland, obwohl sie die modernisierendste Partei unseres Landes gewesen ist, mit sozialer Marktwirtschaft, Westbindung und so weiter. Sie hat jahrelang, jahrzehntelang bereitwillig die Rolle des konservativen Widerlages gespielt. Unter der jetzigen Kanzlerin und langjährigen Parteivorsitzenden hat die CDU diese Rolle aufgegeben. Sie wollte nicht mehr ein Widerlager des aufbrechenden und selbstbewussten Neuen sein, sondern sie wollte auf den Wogen des Zeitgeistes surfen. Und dann wählen die Leute natürlich das Original und nicht die Kopie, was wir demnächst wieder sehr schmerzhaft sehen werden. Also, wir betonen, dass wir bereit sind, die unangenehme, aber zwingend notwendige Rolle des konservativen Widerlagers zum jeweiligen Zeitgeist zu übernehmen und dass wir wollen, dass das die CDU in Gänze tut. Sodass man nun dieses hier zusammenfassen kann in der Aussage, die Werteunion braucht es ab dem Tage nicht mehr, an dem die CDU insgesamt wieder diese drei Positionen vertritt. Soziale Marktwirtschaft ohne Wenn und Aber mit beiden Wortbestandteilen, aufgeklärter Patriotismus, Bereitschaft, die unangenehme Rolle des konservativen Widerlages zu spielen. Und wenn es die CDU insgesamt nicht tut, auch kein Problem, wir sind die loyale Opposition. Damit bin ich beim vorletzten Punkt. Was wäre eine angemessene Strategie? Mir scheint, dass wir als Werteunion keinerlei Zweifel an unserer Loyalität zur Mutterpartei aufkommen lassen dürfen. Die Werteunion ist nicht eine neue Partei in statu nascendi. Die Werteunion ist ein Zusammenschluss von Mitgliedern innerhalb der CDU, welche die CDU wieder auf den Pfad der Tugend bringen wollen. Ich weiß, dass es umfangreiche Gedankenspiele dahingehend gibt oder dass sie immer wieder vorgebracht werden, dass doch die Werteunion mit dem vernünftigen Teil der AfD eine neue Partei gründen sollte. Für jene, welche die CDU zu merkelig ist und die AfD zu rechts. Das sind alles selbstzerstörerische, ins Abseits führende Gedankenspiele. Denken Sie immer an Kolben, Zylinder und Bewegungsenergie. Bewegungsenergie kommt aus so einem Motor mit Kolben und Zylinder nur dann raus, wenn der Zylinder dicht ist und der Kolben folglich im Zylinder Wirkung entfalten kann. Wenn wir von der Werteunion als dem Kolben denken, der Kraft zu entwickeln versucht, dann braucht es den Zylinder, in dem wir das tun. Stellen Sie sich mal diese lächerliche Figur eines Kolbens vor, der auf- und abzuckt, ohne dass es einen Zylinder außenrum gibt. Das ist was Lächerliches. Unser Zylinder ist die CDU und wir sind der Kolben, der diese Partei wieder in die richtige Richtung treiben will. Deswegen dürfen wir die gerne geschürten Verleumdungen oder Befürchtungen ja nicht mit eigenem Reden oder Handeln befeuern. Wir sinnen darauf, eine Neugründung zu machen. Nur in der Union werden wir wirkungsvoll sein, sonst gehen wir den Weg ins Abseits, den der Lucke mit seiner Alpha-Partei gegangen ist und den so viele früher auch schon gegangen sind. Es gelingt nicht immer eine Parteineugründung wie der AfD. Das hat sehr spezifische Umstände, die jetzt nicht mehr da sind. Letzter Punkt. Der Grundsatz für unsere internen Diskussionen und auch für unsere Debatten mit den innerparteilichen und außerparteilichen Gegnern. Der Grundsatz unseres Auftretens in der Öffentlichkeit muss einer aus der Zeit der Römischen Republik sein. Sehr erfolgreich. Und er lautet in der von Franz Josef Strauß geliebten Sprache: Suaviter in modo, fortiter in re. In der Sache muss man fest sein, aber in der Weise, wie man redet, wie man sie darstellt, muss man sanft, einfühlsam, einladend sein. Das heißt im Klartext, wir müssen jeden Verbalradikalismus vermeiden. Also das Reden von der Merkel-Diktatur, das überlassen wir bitte der AfD. Das ständige Beschwören, was alles die CDU falsch gemacht hat, ja, das ist in Ordnung, das müssen wir analytisch tun, aber die Analyse reicht. Die Analyse reicht, man muss sich nicht in innerparteilichen Verbalradikalismus flüchten. Wir müssen überhaupt jeden Verbalradikalismus meiden.
Und wir dürfen uns weder von unseren Gegnern in der CDU, deren es ja reichlich viele gibt, noch von unseren Gegnern außerhalb der CDU, zu einer anderen Haltung drängen lassen, als eine Haltung geprägt von Vernunft, geprägt von Sachlichkeit und geprägt von Gesprächsoffenheit. Wir reden zwar wieder in Modo, in gemessener, angemessener, freundlicher Weise mit jedem, aber wir wackeln nicht in der Sache. Und die Sache habe ich eingangs beschrieben, Cassandra, SPD im Kaiserreich, loyale Opposition. Das wäre das, was mir Frau Baum aufgetragen hat, zu erörtern. Und das habe ich jetzt getan und danke sehr für die Aufmerksamkeit. Ja, wir danken Ihnen, Professor Pass, vielen Dank für, muss ich mal gucken, welche? Ah, da ist die Kamera, okay. Für diesen Impuls. Da waren ja einige Dinge drin, da möchte ich den Politikwissenschaftler dann doch noch mal fragen. Sie haben ja für den Dialog plädiert. Der wird ja auch innerhalb der CDU immer aufs Tapet geschrieben und theoretisch beschworen, aber gegenüber der Werteunion häufig vernachlässigt. Was macht man da als Werteunion? Wie geht man damit um? Sie haben gesagt, verbal abrüsten, aber wenn zum Beispiel da eine gewisse Phobie oder Angst besteht gegenüber Mitgliedern der Werteunion, wie soll man sich da verhalten? Oder können Sie uns vielleicht dann nochmal erklären, warum gibt es diese Angst und diese Phobie bei einigen CDU-Leuten gegenüber ganz normalem Gespräch, Dialogbereitschaft und dem Hinhören, dem Gegenseitigen Respektieren, der Achtsamkeit, was ja eigentlich für die Partei stehen sollte? Das sind zwei Fragen. Die erste beantworte ich wie folgt. Wir sollten uns am Verhalten von vorbildlichen Polizeibeamten orientieren. Die werden von uns immer wieder in sehr unangenehme Situationen gebracht, wenn sie bei Demonstrationen in Steinhagel oder zwischen die Fronten von den einen und den Gegendemonstranten gebracht werden. Die Grundmaxime der Polizei ist, wir machen die Fehler nicht, zu denen man uns nötigen will. Fehler machen die anderen. Unflätig sind die anderen, nicht wir. Gewalttätig sind die anderen, nicht wir. Wir machen auch keine Affektschläge oder was. Daran müssen wir uns orientieren. Es ist schwierig. Und ich meine, wenn Leute aus der Partei einen als das Krebsgeschwür bezeichnen, dann ist das nicht erfreulich. Aber ins Unrecht mögen sich bitte immer die anderen setzen. Das muss die Maxime sein. Niemals setzen wir uns ins Unrecht, weil wir sachlich, vernunftgeleitet und gesprächsoffen sind. Ins Unrecht setzen sich jene, die das uns gegenüber nicht sein wollen. Und was das Ausmaß von Animosität betrifft, das der Werteunion immer wieder entgegenschlägt, scheint mir das große Verbrechen der Werteunion ein zweifaches zu sein. Erstens, sie hat die Ikone des deutschen Volkes, die neue Nationalheilige mit dem engelsgleichen Vornamen Angela, zu kritisieren gewagt, und hat Grundelemente ihrer Politik, deretwegen allein dieses Land weiterhin ihr Land sein kann. Sie hat das alles kritisiert. Und das ist Majestätsbeleidigung. Das ist die Sünde wider den Heiligen Geist, die ja bekanntlich von allen Sündern am allerwenigsten ja überhaupt nicht verziehen wird. Und das Zweite ist, die Werteunion ist jener Teil der CDU, der davor warnt, genau das zu tun, also der auffordert, das zu unterlassen, was die Partei seit einigen Jahren an der Spitze mit tiefster Überzeugung tun, nämlich die Zukunft in einem Bündnis mit den Grünen zu sehen. Nun bin ich ja keiner, der was gegen die Grünen hat. Ich habe sie sogar schon mal gewählt, gebe ich gerne zu, weil ich überhaupt fast alle Parteien schon gewählt habe. Aber man muss das Ganze strategisch sehen. Es gibt in Deutschland eben auch ein rechtes Lager. Und die Macht der CDU und ihre staatspolitisch wichtige Rolle, sie kam davon oder wurde dahingehend gespielt, dass die Union von der politischen Mitte bis zum rechten Idiotenrand alles zu integrieren und in ein gemeinsam vernünftig gesteuertes Boot zu holen versuchte, was eben nicht links und nicht linksmittig ist. Der Kurs zu den Grünen ließ die rechte Flanke frei. Dort machten wir Platz für die AfD. Die setzt uns zu und wir werden zerquetscht zwischen einer sich vernünftig aufstellenden AfD und den Grünen, die sich verbürgerlichen. Wir können es aus eigener Kraft eigentlich nichts mehr tun. Bei der AfD müssen wir darauf warten, dass die Rechtsradikalen sich durchsetzen. Da können wir sagen, haben wir immer schon so gesagt und gewusst.
Und bei den Grünen müssen wir darauf hoffen, dass sich die gute Baerbock entzaubert und dass Journalisten allmählich auf die Unstimmigkeiten der grünen Position hinblicken. Wir selber sind eingequetscht. Das aber begreifen viele in der Partei noch nicht. Und wenn sie es begreifen, wollen sie es um keinen Preis hören. Die AfD hat den Gesamtkurs der merkelschen CDU an seiner kritischsten Stelle kritisiert. Und das wird ihr nicht vergeben. Und zwar umso weniger, je mehr sich herausstellt, dass unsere Kritik immer richtig gewesen ist.